Ein recht herzliches Grüß Gott zum heutigen Thema: Was machen wir mit der bereits bestehenden Direktversicherung? Das ist eine Frage, die relativ häufig oder von fast jedem Unternehmer gestellt wird, denn fast jedes Unternehmen hat auch Direktversicherung, Pensionskassen oder Ähnliches bereits im Bestand. Thema und Antwort ist relativ einfach. Ausgangsbasis ist ja immer das: Wir haben meistens eine Durchdringung von vielleicht 20% im arbeitnehmerfinanzierten Bereich, je nachdem, wie massiv beraten wurde, gerne auch mal ein paar Prozent mehr, teilweise auch ein paar Prozent weniger. Manchmal finden wir auch rein arbeitgeberfinanzierte Versorgungswerke vor. Das ist der Ausgangspunkt und ist eigentlich der Standard in fast jedem Unternehmen. Die Antwort von mir ist immer die gleiche. Ich sage immer, interessant sind für mich die, die noch nichts haben. Es mich interessieren nicht die 20%, die schon was haben, sondern die 80%, die noch nichts haben. Bei arbeitgeberfinanzierten Versorgungswerken ist es immer interessant, die Liquidität im Unternehmen zu behalten und die Leistungen für die Mitarbeiter zu verbessern, das Ganze einfach deutlich attraktiver zu gestalten, indem man es selbst macht. Die Lösung ist folgende: Im arbeitgeberfinanzierten Bereich kann man natürlich arbeitsrechtlich eine saubere Änderung durchführen und das Versorgungswerk wirklich im Wege des Wechsels des Durchführungswegs umstellen auf ein internes System. Arbeitnehmerfinanziert ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass man den Arbeitgeber nicht in ein schlechtes Licht rückt, weil er vielleicht vor kurzem noch die Versicherungslösung empfohlen hat, sondern dass man grundsätzlich was Neues macht, was auch die Alten, die bereits Versicherung haben, zusätzlich wählen können. Sie haben auch sogar ein zweites Mal den Sozialversicherungsvorteil obendrauf. Wenn ein Mitarbeiter dann sagt, der zweite kann er sich nicht leisten, dann ist die einfachste Möglichkeit einfach stilllegen. Die alte Versicherung stilllegen, das kann man ganz einfach prüfen, wie sinnvoll es ist. Er fragt bei seinem Versicherungsvertreter nach: Was kommt raus, wenn ich fleißig weiterzahle, zum Beispiel 40.000 Euro? Was kommt raus, wenn ich das jetzt stilllegen würde, zum Beispiel 23.000 Euro? Dann weiß er genau, die Differenz, das heißt, diesen zusätzlichen Ansparen jetzt bringt ihm 17.000 Euro mehr. Die 17.000 Euro könnt ihr dann vergleichen mit einem Systempauschal oder der Unterstützungskasse. Was kommt dort heraus? Nur in Ausnahmefällen sollte man auch einmal an eine Auflösung denken, das heißt, das Geld aus den alten Verträgen raus im Unternehmen belassen und die Zusagen dementsprechend erhöhen. Wie gesagt, in Ausnahmefällen nicht sofort, immer als gesonderter, auch als gesondert zu untersuchender, gesondert zu überprüfender Einzelfall nachgelagert, vielleicht ein Viertel, halbes Jahr nach der Einrichtung. Alles andere würde zu lang dauern, weil einfach die Auflösung rechtlich komplex ist, steuerlich nicht so einfach ist. Das Ganze, egal was gemacht wird, ist immer Einzelprüfung. Es muss immer geprüft werden, wenn einer was ändert, ist das, was geändert werden soll, wirklich besser. Und wenn es dann geändert wird, dann soll das Ganze auch in die Versorgungsordnung einbezogen werden. Das heißt, Direktversicherungskonzept und pauschal dotierte Unterstützungskasse existieren nebeneinander und sind sauber arbeitsrechtlich geregelt. Ja, damit bedanke ich mich mit diesen aus meiner Sicht sehr wichtigen Themen. Wünsche noch viel Spaß bei den weiteren Themen in unserer FELS Online Pauschal-Dotierten Unterstützungskassenakademie.